Aber nochmal kurz, um das Problem zurückzukommen mit den anderen Barrios, nennen sie sich, glaube ich, Ja, diese genau. Leute, wo auch in einer Lebensgemeinschaft ein Stück Land kaufen und da ist das Kapital gebunden in einer deutschen Gesellschaft, sagtest du. Ja, ich habe mir die zwei Großen hier mal angeschaut. Ja, auch aus steuerlicher Sicht. So. Okay, und da gibt es ein paar Probleme. Aber wie Ja. gehst du denn jetzt dieses Problem damit um? Oder Das Vermögen muss hier in Paraguay in der Gesellschaft angelegt sein oder auf den eigenen Namen oder über eine USLLC. Aber auf keinen Fall über große Kapitalsammelstellen in Europa. okay. Und dann möchte ich noch mal einmal kurz fragen zu den Wohngemeinschaften oder Lebensgemeinschaften, wie das denn dann im Endeffekt aussehen soll. Also du hast gesagt, bei den anderen, da ist die Location zum Beispiel nicht so gut, weil es teilweise sehr weit vom Schuss weg ist. Und Richtig. hier hätte man dann noch ein bisschen Zugang zur, also eine nähere Umgebung, Asunción. Da bekommt man dann alles und hat einige weitere Vorteile. Genau. Aber wie stellt man sich da genau diese Gemeinschaft vor? Muss man dann da, sag ich mal, zusammen alle möglichen Sachen unternehmen oder hat man dann noch genug Privatsphäre und Nein. Normalerweise ist es so, wenn man 100 Hektar hat, splitten die das auf und den Kaufpreis haben sie nach kürzester Zeit durch den Verkauf der Grundstücke wieder raus. Wenn man weiß, ein Hektar Land kostet da 5.000 und ein Grundstück 360 Quadratmeter, bezahlen die Einheimischen 10.000 und bei den Investment Trips hat man leicht 20, 30.000 mehr pro Grundstück. Also hat man das Geld ganz schnell wieder drin. So. Ja, wie stellt man sich das vor? Wenn man jetzt mit 5 oder 10 Personen 20 Hektar kauft, kann man es aufteilen. Jeder bekommt seinen Titel. Jeder kann da machen, was er will. Ein paar Regeln sollten da vielleicht schon erforderlich sein. Nicht gleich aus dem Grundstück Slots oder Grundstücke machen und weiterverkaufen. Das erst nach einer gewissen Zeit. Es wird ja ein Mehrwert geschaffen. Wir von unserer Seite würden helfen beim Gemüseanbau. So, und die anderen können sich dann überlegen, will ich denn jetzt hier ein Haus bauen? Wir könnten helfen, einfache Zimmer dort zu errichten. Jeder bekommt ein Zimmer mit Toilette und Dusche, vielleicht Außenküche. Da ist jetzt ein Deutscher hier schon seit 25 Jahren, der baut selber Häuser mit seinen eigenen Händen und mit Unterstützung von ein paar Paraguayern. So, also da kann man eigentlich recht günstig irgendwas bauen. Und dann sollen die anderen später überlegen, was sie mehr machen wollen in der Gemeinschaft, in welche Richtung es geht. Im Umfeld von einer interessanten Location, wo vielleicht eine Schule ist, der eine möchte mehr nach Nueva Colombia und der andere mehr nach Paraguari oder Villarrica, je nachdem. So, ich habe die Infrastruktur, um die Leute zu unterstützen, so eine Community aufzubauen. Dann sollen sie es aber, ich möchte die mit einbeziehen. Es soll nicht einer alleine das Projekt machen und einer alleine verdienen, sondern in der Gemeinschaft soll sich was entwickeln. Das hört sich ja super an. Vor allen Dingen vielleicht auch für Leute, die jetzt in einer Gemeinschaft, wo alles schon mit Regeln festgelegt ist oder so, vielleicht da nicht so gut klarkommen wollen. Aber wenn die sich jetzt zusammentun und mit 10, 15 Leuten oder so, sage ich mal zum Beispiel, da können die dann noch voll entscheiden, wie und wo und was sie da genau machen wollen. Genau. Das ist ja super. Und dann bietest du unterschiedliche Standpunkte auch an für Standorte, Leute, ja. die vielleicht jetzt hier näher an Asunción sein wollen oder vielleicht näher an Villarrica oder so. Da Genau. gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, Ja. super interessant. Wir bieten jetzt kostenlose Workshops an für Neustart in Paraguay, so an einem Samstag. Ich bin ja selber Steuerexperte, Unternehmensberater, war in großen Firmen unterwegs, bin auch Coach. Habe ein super gutes Netzwerk hier, auch mit Einheimischen. Kenne jetzt eine Iranerin, die hat in Harvard studiert, betreut solche Start-ups in Amerika und ist jetzt hier für ein paar Monate. Oder auch ein Deutscher, der hier schon länger ist, Jahrzehnte, ein paar Jahrzehnte, der kann auch Tipps geben. So, und dann kann man gemeinsam hier Ideen entwickeln.
wie fange ich hier an, wie kann ich beruflich was aufbauen, je nach Themen oder Lebensgrundkonzept, unterschiedliche Themen. Mhm. Es geht darum, die Leute miteinander zu vernetzen und dann gemeinsam was aufzubauen. Wenn man es alleine machen muss, funktioniert nicht. Auch diese Gemeinschaften, die Dörfer aufbauen wollten, die haben alle versucht, das alleine zu schaffen. Nur mit Europäern, nur mit Deutschen. Ein paar Einheimische braucht man schon, um den Kontakt mit der Gemeinde herzustellen, für die Bewirtschaftung oder Know-how, für den Gemüseanbau. Also es muss mit Synergie stattfinden. Mhm. Mehrere müssen davon einen Vorteil haben. Auch nur so funktioniert es in Paraguay. Wenn die Paraguayer keinen Vorteil haben, dann boykottieren sie das. Wenn aber mehrere im Projekt beteiligt sind und alle einen Vorteil haben, dann passen sie schon auf, dass das Projekt nicht daneben geht und nicht einer das Projekt übernimmt. Mhm. Ja, das hört sich ja schon mal super an. Auch sehr interessant, dass mit diesem Workshop, den du gesagt hast, der vielleicht Samstag stattfinden soll. Wo soll der stattfinden? Ja, hier ist ja ein Coworking Space, wo wir jetzt arbeiten. Ich habe ja jetzt schon ein Team aus Paraguayern mit Martin und David. Er war mein erster Mitarbeiter, ist jetzt ein Partner. Sehr zuverlässig, war eigentlich nur der Einzige, der mich nicht hintergangen hat. Gut, Martin ist sein bester Freund, sieht jetzt auch eine Chance, als Architekt hier ein Projekt zu realisieren mit seiner Verwandtschaft. Und Vater ist auch Architekt. Okay, dann ist da noch Jason, ein junger Amerikaner, der mich jetzt IT-mäßig unterstützt. Okay, jetzt sind auch noch ein paar Deutsche hier im Umfeld. Okay, so ich möchte, dass sich da was ergibt. Ja, das hört sich super an. Du hast ja schon einen ganzen Haufen Leute oder Experten, die jeweils ein Experte auf ihrem Gebiet sind, super Kontakte. Und das Konzept mit alle sollen profitieren, das hört sich doch super an. Eine Win-Win-Situation und ja, unterstützend für die Leute, die jetzt alle hier auch neu nach Paraguay kommen und genau so eine Unterstützung gerne haben wollen, da wäre das ja super. Und wenn die dann schon hier sind, können die jetzt zu diesem kostenlosen Workshop kommen. Wir blenden das unten nochmal ein, die Adresse. Und ansonsten, wenn man noch Fragen hat, kann man dich ja auch bestimmt über Internet erreichen. Genau, kostenlose Erstberatung biete ich auch an. Ja. Mhm. Oder andere Experten, je nachdem, was gewünscht ist. Ja, super. Ja, du hast ja noch viel mehr Themen drauf, weiß ich. und ja, wir blenden auf jeden Fall deinen Kontakt mal ein und deinen Telegram-Kanal und so weiter. Okay. Und da werden bestimmt noch einiges an Fragen kommen. Okay. Mhm. Möchtest du sonst noch irgendwas Wichtiges sagen? Ich freue mich auf neue Ideen, neue Konzepte und neue Leute kennenzulernen. Ja, nur gemeinsam schafft man es hier in Paraguay. Ein Einzelkämpfer kommt hier nicht rein.